Moodle steht Ihnen auch im Internet zur Verfügung. Der geschützte Raum und vor allem die Inhalte sind aber nicht durch Suchmaschinen identifizierbar. Die Daten werden in einem Rechenzentrum in Deutschland gespeichert und nicht in Rechenzentren, die über die ganze Welt verteilt sind. Die Cloud-Speicherlösungen der großen Anbieter stehen immer mehr in der Kritik. Was geschieht dort mit meinen Daten? Werden sie nicht auch irgendwie geklaut? Demgegenüber darf ein datenschutzkonformes Moodle im Bildungsbereich genutzt werden. Moodle ist ein sogenanntes Lern- und Informationsmanagementsystem, welches eigens für Lehr- und Lernzwecke konzipiert wurde. Moodle ist eine zentrale Plattform, in der ich in geschlossenen Gruppen gezielt Informationen zur Verfügung stellen kann. Und dies rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche. Sie benötigen einen PC, Notebook, Tablet oder Smartphone. Und einen Moodle-Zugang. Sie stellen eine Anfrage über die Homepage des IQSH. Klicken Sie hierzu auf Schulentwicklung, IT-Medien und dann auf den Button Moodle. Füllen Sie das Formular aus und Sie erhalten dann eine Mail mit Ihren Zugangsdaten. Danach können Sie gleich in Ihrem Kursraum arbeiten. Sparen Sie Zeit und Aufwand. Ihnen steht immer eine aktuelle Gruppenteilnehmerliste zur Verfügung. Ihre Kurse können individuell gestaltet werden. Sie können die Rechte der Teilnehmer selbstständig festlegen. Stellen Sie Dokumente aller Art strukturiert zur Verfügung und versorgen Sie dadurch alle zur gleichen Zeit mit den gleichen Informationen. Arbeiten Sie bei Bedarf nach Themen. Verwalten Sie Ihre Aufgaben. Die Teilnehmer können Aufgaben bearbeiten und Dokumente selbstständig hochladen. Sie erhalten als Kursleiter keine Flut von Mails. Moodle sorgt automatisch für eine kompakte Übersicht darüber, welche Teilnehmerin und welcher Teilnehmer welche Aufgabe abgegeben hat oder noch abgeben muss. Bei Bedarf können Sie Aufgaben auch bewerten. Kurse können gesichert, importiert und wiederhergestellt werden. Sie können Feedback und Evaluation leicht und schnell durchführen und erhalten auch eine Auswertung. Moodle ist weit verbreitet und bietet mittlerweile viele frei nutzbare Kursstrukturen an. Hier sehen Sie einige vorgefertigte Kurse für Mathematik und Englisch. Diese sind frei für den Unterricht nutzbar. Erstellen Sie direkt in Moodle Audio- und Videoaufnahmen. Diese Funktion wird zum Beispiel im zusätzlichen Englischunterricht für die Schülerinnen und Schüler auf den Halligen eingesetzt. Binden Sie Online-Meetings in Ihren Kursraum ein und treffen Sie sich zu festgelegten Zeiten zu Gesprächen und Videokonferenzen. Sie können auch Dokumente bearbeiten. Binden Sie YouTube-Videos in Ihren Kursen ein. Nutzen Sie in Moodle auch die Mediathek des IQSH. Damit Sie Moodle auch so vielseitig nutzen können wie beschrieben, wenden Sie sich gerne an uns.